Ahoi und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Ja. Dann hoffen wir mal, dass jetzt alles klappt. Bei der letzten Aufnahme, also bei der letzten Folge, war die Bitzahl wieder ein bisschen unter. Obwohl ich alles hochgestellt hatte bei Streamlabs, dachte er sich scheinbar so, ne, machen wir nicht. Irgendwie. Ich glaube, es ist trotzdem ausreichend. Und wenn nicht, lässt sich halt nicht ändern. Die Story ist halt fortgeschritten. Ich habe jetzt deswegen nochmal einen Test gemacht und bei dem Test eben ging es. Deswegen hoffe ich. Verdammt! Ich muss erst den Strom einschalten. Machen wir. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt alles einwandfrei läuft. Aber bei meinem Glück nicht. Wühlt man sich dran irgendwann. So, hey da. Also ich sehe hier sehr viele Pflanzenkübel, aber zu wenig Munition. Upp. 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 Oder übersehe ich die Munition einfach? Irgendwo noch? Ne, nimm bitte den. Achso, ja. Okay. Das war Glück, glaube ich. Ich meine, hui, bin ich gut. Warum auch immer. Oh mein Gott! Was ist das? Alter, hau ab! Was will der? Kletter aus dem Fenster raus. Oh, ich kann das da. Ciao. Okay, dann nicht ciao. Kann ich bitte gehen? Bitte? Bitte gehen? Ich will doch nur weg. Er ist noch am Leben? Dem geht's super, Alter. Der kommt gerade von einem Workout. Hey da, Hilfe. Keine Munition und so. Sag mal, der rennt sogar, der Typ. Hilfe. Was genau soll das? Nein. Was? Hä? Ich weiß nicht genau, was ich jetzt gemacht habe. Soll ich den wieder herholen, den vielleicht runterstoßen? Oder mich selbst? Ja. Ja, wieso denn hier? Wie unsinnig. Oh, ja, danke. Ich will Emotionen haben, gib mir die. Kann ich irgendwas machen? Oh, will ich. Ich hab keine Magnum. Jetzt hab ich dich! Ja, sehen wir, ne? Wenn er nicht rechtzeitig aufsteht. Und schau! Alter, wieso?
Ich habe nur noch einen Schuss. Geil. Und den Ball ist daneben. Yippie. Na komm. Oh, die Kiste nicht kaputt. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wieder ein bisschen frei. Hab ich jetzt geworfen oder nicht? Nee. Hallo? Ich würde gerne, danke. Jetzt aber! Alter, ich habe nur noch einen Schuss. Ich hoffe, den bin ich los. Glaubst du auch selber nicht. Ja, ich schaffe vielleicht irgendwas. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ja... Kann ich vielleicht Ada jetzt langsam mal helfen? Hä, wo bin ich? Ah! Da war eine Tür, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Komm schon. Ada! Ada, wo bist du? Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du's hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm, wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Jetzt haben wir hier so zwei halbtote Krüppel, die hier langlaufen. Die Heldentruppe ist komplett. Frischling, sagt ihr einfach zu mir. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Pfeifen hier beide aus dem letzten Loch und wollen die Welt noch retten. So, Magnum. Ich habe immer noch keine Magnum-Waffe. Wahrscheinlich hätte ich mir die schon lange irgendwie besorgen können, aber... Moment mal. Wehe, wenn das ein USB-Stick ist. Ich hasse mich.
Och Mann. Okay, kann ich da jetzt vorher nochmal schnell hin? Wahrscheinlich hat sie da jetzt wenig Lust drauf, ne? Dann passt rein. Lass mich dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Sie wird doch sicherlich jetzt mit mir nach links. Schulter. Alles schlimmer, super. Als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Sie geht jetzt nach links. Ich würde gerne woanders lang gehen. Ciao. Ich gehe mal kurz was besorgen. Die wartet bestimmt auf mich. So. Das sieht aus wie eine Leiche. Es wurde immer noch was pulsiert. Okay. Da habe ich den Dongel die ganze Zeit bei mir in Dings. Das ist ja unfassbar, ey. Du, ich hab überhaupt keine Zeit über Munition für den. Na gut. Danke. Dann zwingt er mich wenigstens was zu nehmen. Ja. Hoffentlich gibt es da irgendwas richtig Gutes für. Oder so eine grüne Topfpflanze bestimmt. Buch 0. Einzige Waffe, die sich tatsächlich lohnen würde, wäre der Flammenwerfer. So. Ey, da kommt er zum Glück alleine klar. Okay, jetzt wollen wir kurz gucken. Den Dongle nehmen wir mit. 16 Magnum-Munition haben wir. Da könnte man meinen, es wäre gut, wenn man eine Kanone hätte, die das, abschießen kann. Gut, speichern den. Für den Fall, dass das so Schrott ist. Der Dongel ist im zweiten Erdgeschoss. Wie komme ich da rauf? Rauf hin. Über den Aufenthaltsraum. Ich glaube, da kriege ich tatsächlich die Magnum, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Wenn er denn den Rüstraum aufschließt. Links. Na, verdammt. Ich dachte, ich könnte einfach an ihm vorbeilaufen. Ah. Bleib bitte, wo du bist. Da war nicht so ein Krach hier. Lightning Hawk. Ja, wunderbar. Mit 7 Schuss mit Gasmechanik, was für halbautomatische Pistolen ungewöhnlich ist. Kraftvoll und präzise. Ah. Ja, schön. Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons herumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch.
Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry wage es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht alle die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bereute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, 19. August. Aha. Der Redfield ist also in Europa unterwegs. Sagt er zumindest. So. Können wir das Haus denn endlich hinter uns lassen? Den Dongle brauche ich ja nicht mehr, oder? Den Herdschlüssel habe ich nicht. Hier gibt es nichts. Aber da hier der Herdschlüssel überall noch angezeigt ist, werde ich wohl den Raum oder die Station noch nicht hinter mir lassen können. Gut. Dann versuchen wir mal zurückzukommen. Zum Glück sind die sehr vergesslich. Uiuiui. Ich bin gar nicht da. Tralala. So. Das hat sich dann ja doch noch gelohnt. So. Das... Moment, jetzt bin ich aber verwirrt hier. Und danach nehmen wir die mal mit. Wunderbar. Habe ich eigentlich aber eins. Aber eins ist also der Flammenwerfer. Okay. Wir versuchen die kleineren Zombies alle mit der normalen Knarre oder der Schrotflinte umzumieten. Also je nachdem, was die Munition sagt. Und die dicke Wumme nur für Notfälle. Obwohl das gerade die einzige ist, für die ich einigermaßen Munition habe. Vielleicht wären damit diese komischen, ekelhaften Schlammmonster auch einfacher gewesen. Was ist das denn? Sieht das aus wie eine Marke? Muss ich jetzt wirklich jemanden boxen gehen? Das ist ja unfassbar. Natürlich auch was. Was ist das? Oh! Hier liegt einfach so eine Handgranate rum. Das ist doch unfair. Jetzt muss ich den Dongle wiederholen. Ja, die Folge besteht hauptsächlich aus Hin- und Hergerennen. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, warum der noch angezeigt wird, ob ich den vielleicht doch lieber mitnehmen sollte. Ja. So, langsam bitte. Wo ist er denn? Irgendwo um die Ecke? Ja, schön, ne? Und sonst so? Alles gut? Läuft? Gut. So, jetzt aber. Nicht, dass ich nachher noch das Buch aus der Statue in Hand wieder rausnehmen muss. Warum habe ich den Schrank eben erst gesehen? Ich bin da irgendwie jetzt 7 Mal dran vorbeigelaufen, unten, glaube ich.
bin nicht sehr aufmerksam. Okay. Ein weiteres Mal. Warum bin ich... Ach nee, bin ich ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich eigentlich immun gegen den Virus? Aber ich glaube, das ist hier ja gar nicht der Fall. Man kommt ja erst wieder, wenn man tot ist. Aber stirbt man am Virus selber? So. Jetzt muss ich den wieder... Das ist ja unfassbar. So. Langer Lauf für den Lightning Hawk. Okay. Nimm die jetzt einfach wieder. Ich hasse dich. So, Ada, ich komme. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. War aber überhaupt nicht meine Schuld. Kann ich gar nichts für. So, ist der Knopf da. Wäre cool, wenn sie jetzt anfangen zu meckern. So, Moment, ich muss noch an einem Zombie vorbei. Der natürlich genau im Weg steht. So. Ein Schuss. Alter. Ja, ich glaube, Munition wird erstmal jetzt nur noch für die Waffe gemacht. Oder es war Glück. Das kann natürlich auch sein. Oh. Hey da, Schätzelein. Hallo? Ich lege heute das gute Parfum für dich an. Eure Toilette. So. Oh, guck mal, die wartet sogar an der Stelle. Zwangloses Gespräch weiterführen. Moment. Das tut mir leid. Bevor da jetzt wieder irgendwas großartig losgeht, speichere ich, denn ich möchte nicht das den ganzen... Geht gleich los, denn ich will nicht den ganzen Weg nochmal rennen. Da wären wir. So. Ey, da Schätzlein, ich komme. So. Ja, dann macht er mal auf. Ja, sehr vertrauenserweckend. Wir kommen vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Ja, hab ich. Bin gerade alles abgelaufen. Hab ich vielleicht den Herdschlüssel einfach vergessen? Da waren so viele Räume damit abgeschlossen, das wäre aber... Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Okay, achso. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada,
sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall. Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon. Verlasse mich auf dich. Ich weiß. ID-Armband. Ja. Das eude Toilette hat wohl gewirkt. Steht die Frau scheinbar drauf. Da war gerade ein Erfolg. Mist, nicht gesehen. Bei dem habe ich das oben auch nicht benutzt. Egal. Obwohl, vielleicht lege ich den erstmal ab. Den brauche ich ja nicht, ne? Und ich brauche auch nur ein Messer. Glaube ich. Aber ich hätte gern eine zweite Heilung. Achso, Mann, bin ich blind? Ich habe doch schon eine. So. Irgendwie traue ich dem hier nicht. Das sieht, sieht irgendwie zu einladend aus. Zu hell. Ist kein Blut, kein Nüscht. Na gut, was soll's. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Okay. Ja, verzögert sich jetzt alles ein bisschen. So ein Zufall, dass es genau bei der dritten... Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Mache ich. Ich warte darauf, dass die Tür wieder zufällt. Okay. Security Room. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Dort liegt hier am Empfang. Wo soll es wohl sein? Schlafraumprotokoll. Toby Jackson, Zugang 3.44 Uhr, verlassen 7.31 Uhr. Aha, aha. Lauter Leute, Desmond Locke, Rain Lee. Rain Lee ist noch drinne. 18551. Okay. Hä? Achso. Okay. Falls die wichtig werden, kann ich später immer noch lesen. ID-Anwender. Diese Forschungseinrichtung verwendet die neueste Sicherheitstechnologie, um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten und effiziente Geschäftspraktiken zu ermöglichen. Um die Einrichtung zu betreten und zu verlassen sowie zur Verwendung bestimmter Geräte, müssen die Angestellten ein ID-Armband tragen. Zugangsrechte werden in drei Stufen vergeben: Besucher, Mitarbeiter, Führungspersonal. Die Authentifikation geschieht mit Hilfe eines elektronischen Chips im Inneren des Armbands. Die Zugangsrechte können geändert werden, indem ganz einfach ein anderes Chip eingelegt wird. Besucherarmbänder können an Familienmitglieder von Angestellten verteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie am Empfang. Okay, wir sind am Empfang. Hier steht nichts. Hallo?
Hier darf ich dann bestimmt noch nicht rein, ne? Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Gäste haben keinen Zutritt. Okay. Oh. Da hat wieder einer zu doll in der Nase gepopelt. Karte des Labors. Okay. Mist, ich dachte, ich könnte kombinieren. Dann machen wir das anders. Moment. Ist hier irgendwie eins von den Geheimverstecken? Nee, ne? Ne, ich glaube, das waren Holztische. Gut. Hier habe ich zumindest 4 Schuss, aber die will ich erstmal nicht. Ja klar. Haben die hier kein Sicherheitsprotokoll, wenn es um die Lagerung von Sachen geht? George, wohin mit dem Karton, die hier angekommen ist? Stell die einfach vor die Tür. Alle. Ist vollkommen okay. Ist nicht der Einzige, ne? Da sitzt noch einer. Aber schön, dass er da einfach so rumsteht. Die auch nicht alle davon verballern, aber solange es immer sicher geht, mit einem Schuss zu machen, halte ich das für eine sehr gute Idee. Es sei natürlich, die stehen hier alle auf, dann habe ich ein Problem. Also dann habe ich wirklich ein Problem. Basierend auf unserer aktuellsten Bioforschung auf Ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Mach ich. Ich esse einfach vom Boden wie alle hier. Die stehen wirklich alle auf. Ich glaube, ich habe. Das ist doch unfassbar. Ach Mann, ey. Kriege ich den mit der anderen? Wo ist er? Alter, wie schnell der ist. Okay, jetzt haben wir nur noch 15 Schuss. Könntest du bitte liegen bleiben? Das wäre sehr, sehr, sehr nett von dir. Da kommen die an. Weil man kann ja auch nicht rübergreifen über so einen Tisch. Habe ich ein Messer? Ich habe ein Messer. Ich komme da wieder nicht an, ne? Ja, ich bin angekommen. Sehr schön. Okay. Ich glaube, hier war es das, ne? Sieht so aus. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin dann. Ahoi, glaube ich. Ich bin ganz schlecht im Verabschieden. Merkt man auch gar nicht, ne? Bis dann.